Und damit beginnt die Menschenkampagne, die Geisel von Lordaeron. Können wir mal gucken hier. Das haben wir geschafft, weiter geht's nicht mehr. Und ja. Machen wir die Menschenkampagne noch ein bisschen. Schwarz wie der Fels. Achso, das ist schon freigeschalten. Da hatte ich vorhin mal getestet. Deswegen habe ich mich jetzt gerade gewundert. Aber erstmal das Video. Sich formieren. Gewiss sind die jüngsten Angriffe auf die Internierungslager doch Beweis genug. Das stimmt. Die Horde ist unterwegs. Das ist absurd. Meine Nation wird nicht tatenlos zusehen, wie die Horde vor unseren Toren steht. Die Orks sind nicht unsere größte Sorge hier. Soll ich mich denn ständig wiederholen? König Terenas, beherzigt meine Warnung. Diese Pest, die Nordländer heimsucht, könnte schlimme Folgen haben. Pest! Ihr Zauberer seid doch paranoid! Lasst uns das in Ruhe betrachten. Selbst wenn diese Pest eine Gefahr für uns wäre, was sollten wir dagegen tun? Ganz einfach. Wie gesagt, die Kirin-Tor sind schon bereit. Sie stellen die Dörfer unter strenge Quarantäne. Ich werde keine Quarantäne verhängen, ohne Beweis für eure Worte, Botschafter. Die Menschen von Lordaeron mussten genug leiden. Sie müssen nicht noch Gefangene im eigenen Land sein. Doch sind sie gefangen, guter König. Was heißt das nun wieder? Und wer seid ihr? Die Menschheit ist in Gefahr. Die Wellen der Dunkelheit tosen wieder heran. Auf der ganzen Welt herrscht Kriegsgefahr. Genug damit! Wacht! Entfernt diesen Irren! Hört her! Die Hoffnung für unser Volk liegt im Westen. Im vergessenen Land von Kalimdor! Seid ihr Obacht, Botschafter! Ohne zu wissen, wer ihr seid, wage ich zu sagen, dies ist nicht die Zeit für brabbelnde Propheten. Unser Land befindet sich im Krieg. Aber wir entscheiden, was der beste Schutz für das Volk ist. Niemand sonst! Nun, hinfort! Ich versagte bei den Menschen schon einmal. Noch nie wieder. Ist hier keiner bereit zu helfen? Dann muss ich einen anderen finden. Die Warnung ist ausgesprochen. Jetzt müssen Sie etwas tun. Ja. Hübsches Intro, muss man schon sagen. Okay. Let's go. Menschenkampagne. Damit fängt es eigentlich erst richtig an. Die erste Kampagne, die Geisel von Lordaeron. Wer hätte das gedacht? Kapitel 1. Verteidigung von Strahmbrad. Die Allianz sah sich aufgrund der jüngsten Ork-Übergriffe im Süden Lordaerons gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Um die Bedrohung durch die Orks abzuwenden, hat König Terenas zwei der besten Paladine des Landes ausgeschickt. Sein Sohn Prinz Arthas und dessen legendären Mentor Uther den Lichtbringer. Sie sollen die Orks ein für alle Mal besiegen.
Hübsche Karte. Rambrat, okay. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Uther. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Und euch, Freund. Schön, dass König Terenas euch zu unserer Hilfe geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben. Ein Vater darf doch träumen, oder nicht? Das ist die Lage. Unsere Kundschafter haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich dachte. Es kommt noch schlimmer. Sie bereiten einen Angriff auf das nahegelegene Dorf Strambrad vor. Unseres Wissens ist das Dorf vollkommen schutzlos. Ich muss sofort gegen das Lager der Orks vorgehen. Könnt ihr Strambrad auf euch allein gestellt verteidigen? Gewiss, Uther. Seid ganz unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Lager der Orks, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. Okay, los geht's. Quest: Verteidigung von Strambrad. Strambrad könnte bereits von den Streitkräften der Orks angegriffen werden. Ihr müsst sofort handeln. Begebt euch zum Dorf und tötet alle moratisierenden Orks. Nach Strambrad reisen und Arthas muss natürlich überleben. Ja, er ist ja für die Hauptgeschichte sehr wichtig. Was mir gerade ein bisschen aufgefallen ist bei der Sequenz, die Musikeffekte fehlen teilweise, also die normalerweise zum Film passen sollten. Mal schauen, vielleicht tue ich die hinterher noch ein bisschen selbst einfügen, aber das war nicht ganz korrekt. Egal. So, wir spielen Arthas, einen Paladin, meiner Meinung nach so ziemlich die stärksten Helden, die es gibt. Mal gucken, was die für Zauber können. Heiliges Licht. Entfesselt heiliges Licht, das seine Verbündete lebende Einheit heilt oder einer gegnerischen untoten Einheit Schaden zufügt. Das kann ziemlich stark werden. Dann Götterschild. Umgibt den Paladin mit einem undurchdringlichen Schild, der ihn vorübergehend vor jeglichen Schaden und Fähigkeiten schützt. Das ist absolut ultimativ auch sehr stark. Hingabe Aura erhöht die Rüstung verbündeten Einheiten in der Nähe. Passive Fähigkeit und natürlich die Spezialfähigkeit. Auf Stufe 6. Auferstehung belebt 6 verbündeten Einheiten in der Nähe. Gut, Paladine sind vor allem in der Kraft sehr gut. Das heißt, jeder Punkt erhöht den verursachten Schaden um 1. Jeder Punkt erhöht die Trefferpunkte um 25. Jeder Punkt erhöht die Trefferpunktregeneration. Ja. Gut. Das Licht ist meine Stärke. Legen wir los. Ich könnte die Musik ein bisschen lauter stellen, fällt mir gerade auf. Ich habe es eigentlich ein bisschen runtergestellt, weil es immer so laut war, aber für mich hört sich das so an, als ob es jetzt ein bisschen leise ist. Egal. Und es gibt übrigens so ein kleines tolles Dings, was man eingefügt hat. Wenn man eine Einheit oft anklickt, für das Licht. Dann sagen die was anderes. Ich stehe für das Licht. Ich glaube, das kennt mittlerweile jeder, aber... Zu sein. Ja. Ich werde meinem Vater und meinem Königreich Ehre machen. Wenn man das bei den ganzen Einheiten mal durchprobiert, ist es schon... Leite meinen Weg. Sehr witzig. Licht. Gib mir Kraft. Ich sollte das Kommando haben. Ich weiß, was ich tue. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ist einfach geil. Für meinen Vater, den König. Ein solider Plan. Okay, Arthas, dann legen wir mal los. Erstmal die Kisten zerstören. Jetzt gibt's keine Gleich mal gucken, ob ich Vorräte abgreifen kann. Für die Ehre. Ja, ich meine, gut, die ersten Kapitel sind ja eigentlich total chillig. Ich meine, die sind für ja... Für die Ehre. Ja. Die sind ja Peanuts vom Schwierigkeitsgrad her. Ein solider Plan. Natürlich. Spürt meinen Zorn. Ja. Für meinen Vater, den König. Ein solider Plan. Die Zelte zerstöre ich nicht, die gehören uns. Da dürfte nicht sein. Für die Ehre. Elender Kerl. Jetzt gibt's keine Rettung. Rolle des Schutzes. Erhöht die Rüstung aller verbündeten Einheiten in der Nähe 30 Sekunden lang um 2. Ein solider Plan. Ja. Das finde ich ultra nett. Natürlich. Hey, Bauer Jared. Seid gegrüßt, Freund. Besteht etwa Gefahr? Und er begrüßt uns für sogar. Für die Ehre. Natürlich. Ein solider Plan. Für die Ehre.
Wir haben wenigstens ein bisschen Anstand hier. Ein solider Plan. Natürlich. Maria. Ich stehe hallo? Für das Licht. Hallo Maria, hallo. Ja. Stephanie. Besteht etwa Gefahr? Seid für die Ehre. Sagt das Zauberwort. Tu mal bitte Befehle die Kisten zerstören, wenn ihr könnt. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Was braucht ihr? Ja, da kommt man leider nicht rein, also... Das Licht ist meine Stärke. Wird ja auch nichts sein. Ich stehe für das Licht, ja. Aber Ted... Besteht etwa willkommen Gefahr? In unserem Dorf. Jetzt wird gerichtet. Natürlich. Spürt Ted. Meinen Zorn. Ein solider Plan. Für die Ehre. Natürlich. Ja. Ich finde es toll, dass ich das immer so abwechselnd auch von den Kapiteln, also jetzt zum Beispiel, das ist ein reines Erforscher-Kapitel, wo man einfach rumgeht mit den Einheiten. Für die Ehre. Im nächsten kommt dann wieder eins, wo man was aufbauen muss und so und dann wieder strategisch kämpfen muss, so richtig. Plan. Für meinen Vater, das finde ich richtig toll. Für meinen Vater, den König. So, der hat ein Aufrufezeichen, das heißt, der das hat was Licht zu sagen. Das ist meine Stärke. Wir werden für Lordaeron kämpfen. Zu den Schwertern. Ich stehe einfach mal der Armee beitreten, ne? So kann man es auch machen. Aber ich kann jeden Mann gebrauchen. Ein solider Plan. Aber bevor wir zu Strambad gehen, gucke ich mir natürlich um. Für die Bitte, Ehre. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Alicia. Ein Trupp Knolle hat meinen kleinen Sohn Timmy entführt und in den Wald in ihr Versteck gebracht. Bitte, bringt ihn mir gesund zurück. Du hast ja schon 5 Kinder hier. Eins mehr oder weniger macht eigentlich auch keinen Unterschied. Ja. Aber egal. Unser erster Nebenquest, den müssen wir nicht machen, aber wir bekommen natürlich eine hübsche Belohnung. Ich mache natürlich alles. Es ist ohne Frage. Egal, was es mich kostet, ich mache alles. Irgendetwas stachelt seit kurzem die wilden Tiere in dieser Gegend auf. Gestern erst hat ein halbverhungerter Rudel Gnolle ein hiesiges Bauernhaus geplündert, das Vieh gestohlen und einen kleinen Jungen namens Timmy entführt. Hoffentlich haben diese Schwachköpfe ihn noch nicht gefressen. Ein solider Plan. Ja, hoffentlich. Ja. Natürlich. Für die Ehre. Ein solider Plan. Ja. Hilfe! Bitte helft mir! Ich bin im Käfig gefangen! Oh, der Arme. Besteht etwa Gefahr? Ja, genau, alle sind ja mal ultra schwach. Das Licht ist mein Heiltrank. Ich stehe für das Licht. Zerstöre ich erstmal das Ding hier. Ah, sich selbst befreit. Geil. Oh, vielen, vielen Dank. Ich habe eine Belohnung für euch. Ring des Schutzes plus 1. Na gut, immerhin. Ich stehe für das Licht. Jeder fängt mal klein an. Elender Kerl. Und Quest abgeschlossen. Für meinen Vater, den König. Es gibt ein paar kleine Unterschiede zwischen spürt der Reforged-Version, die hier nicht eingefügt worden sind in der Classic-Version, obwohl es ja eigentlich selbe Spiel ist, sondern nämlich, dass man diese Gegenstände, die man benutzen kann, hier aufeinander legen kann. Die verbrauchen jetzt hier 2 Inventarfelder, so wie es früher auch immer war. Also da finde ich, hätte man noch ein bisschen auf die Erneuerung zurückgreifen können, aber gut. Jetzt wird gerichtet. Natürlich. So ist es halt nun mal. Für die Ehre. Spürt kleiner Minuspunkt. Für meinen Vater, den König. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, der das bestimmt bemängelt hat. Eine Verbeugung. Aber so ist es halt. Wenn man schon Classic spielt, dann ist es richtig Classic. Natürlich. Ein solider Plan. Ja. So, dich kann ich mal heilen. Ein solider Plan. Hab ja volles Mana. Ja. Das kann sich dann wieder aufladen. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Für die Ehre. Möchte auf keinen Fall, dass einer meiner Soldaten hier stirbt oder für die Ehre. Leiden muss wegen mir. Ein solider Plan. Hey, mit dir. Besteht etwa Gefahr? Hallo. Das Licht ist grüß meine mich. Stärke. Natürlich. Ich begrüße mich ja. Nicht mehr. Ja, wahrscheinlich, weil ich schon hier die Runde gemacht habe. Im Dorf. Für die Ehre. Kaum helfe ich denen, sind sie ein solider nicht Plan. Mehr so freundlich. Rettet uns! Ich stehe für das Licht. Alle Falle! Nehmt alles mit, Leute. Alles, was wertvoll ist. Bluthügelbanditen. Ah, okay. Etwa Gefahr? Eine Verbeugung ist ja, gib mir mal ein bisschen Erfahrung hier. Natürlich. Gnolle waren mir viel zu lasch. Ja, mein Lenzherr. Ich stehe für das Licht. Ja. Ich stehe für das Volle Licht. Volle Heilung.
Und Stufe gestiegen. Wir haben 232 Erfahrung. Ich finde schön, dass man auch beim letzten Gegner die volle Erfahrungspunkte bekommt und scheinbar auch noch ein bisschen was fürs nächste Kapitel schon mal bekommt. Es ist ja so, in den Kampagnen kann man pro Kapitel plus eine Stufe im Aufsteigen, weil man ja sonst viel zu stark wird. Zumindest ist es in der Regel so, also bei manchen vielleicht, wo weniger Kapitel sind, dann mehr, aber egal. Gut, mehr Trefferpunkte, mehr Mana und ein Punkt. Ich nehme ganz klar Hingabe, oder? Jetzt habe ich diese komische leuchtende Aura hier, die ausgeht. Ja, mein Lenzer. Rüstung plus 1,5. Besteht etwa Gefahr? Das darf man nicht unterschätzen. Ein solider Plan. Für die Ehre, natürlich. Das ist schon gut. Natürlich, ja. Hilfe, Banditen stehlen unser Eigentum. Noch mehr Banditen. Ha, wir plündern sie aus, wie alle anderen auch. Tötet sie. Diese Banditen haben mein Geschäftsbuch gestohlen. Das wird mich meinen Hof kosten. Bitte holt es aus ihrem Lager zurück. Es würde uns sehr viel bedeuten. Ja, ja, bin schon unterwegs. Zweiter Nebenquest Banditenlord. Der verschlagene Banditenlord Menak terrorisiert schon seit Monaten die Gegend um Strambrad. Jetzt haben er und seine Lakaien sich mit einem Geschäftsbuch voller wichtiger Informationen eines hiesigen Bauern davongemacht. Natürlich. Ein solider Plan. Für die Ehre. Ja, Banditen können die königlichen Streitkräfte nicht aufhalten. Für meinen Vater, den König. Feinde. Jetzt wird gerichtet. Das Licht ist meine Stärke. Aber wenn man das Ganze mal auf normal oder schwer spielt, merkt man schon, dass auch schwer hier deutlich mehr Gegner da sind, als es für gewöhnlich der Fall ist. Zum Beispiel, der weiß ich, der wäre normalerweise jetzt nicht da. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Ein solider Plan. Was mir natürlich nur recht ist, also. Ja. Natürlich. Und da ist auch eine ganze Menge. Ja, Alter. Sprecht euer letztes Gebet. Ja, eine Verbeugung ist nicht nötig. Ey, 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 ey. Spürt meinen Zorn. Ich stehe für das Licht. Für meinen Vater, den König. Natürlich. Für die Ehre. Eine Verbeugung ist nicht Arthas, willst du den nicht heilen? Ja. So, Mana-Trank. Ein solider Plan. Ja, jetzt haben wir natürlich das Inventar voll, aber ich verzichte auf den Heiltrank. Ich stehe für das Licht. Ist hier nicht so wichtig. Greifen mal an. Dann trinke ich den. Ein solider Plan. Natürlich. Dieses Geschäftsbuch scheint nur aus voller langweiliger Fakten und Zahlen zu sein, ja. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Das ist es dann wohl auch. Lasst mich mal ran. Zu den Waffen! Das Licht ist meine Stärke. Ja, für die Ehre. Ein solider Plan. Das lief doch sehr gut hier. Natürlich, ja. Keine Einheit verloren und alles natürlich. Perfekt. Ja, für die Ehre. Ein solider Plan. Am schwierigsten sind halt die Kapitel, wo man eigentlich ein Dorf aufbauen muss und dann alles verteidigen und so. Besteht etwa Gefahr? Ja. Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte, nehmt dies hier. Das war gut, das war ein Buch. Das war ein Foliant der Stärke. Das sehe ich. Das sehe ich sofort. Für die Ehre. Ja. Genau. Natürlich, für die Ehre. Ja, davon kannst du mir gleich ein Dutzend geben. Entkommt, nein! Okay. Elender, verdammt! Der Angriff hat schon begonnen. Schwarzfels. Zu den Waffen, Brüder. Okay, Orks sind natürlich eine ganz andere Nummer als solche Banditen oder Knolle. Wir haben deutlich mehr Stärke. Aber egal, gegen uns kommt die dennoch nicht an. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja, ein solider Plan. Ja, es sind ja nicht alle Orks weg. Bloß weil Strahl weg ist, heißt es nicht, dass andere nicht noch hier sind. Es gibt noch die Ehre. So viele Clans und alles Mögliche. Ein solider Plan. Hier ist der Friedhof. Oh, es wirkt bei Nacht ein bisschen. Ein solider Plan. Vielleicht erscheinen hier Geister, aber in dem Fall nicht.
Natürlich. Nicht, dass sie jemals Geister gewesen sind, ich sag's nur. So. Für die Ehre. Ein solider Plan. Ja. Oh. Oh, natürlich. Oh, oh. Warte, nein, nein, nein. Für die Ehre. Ein solider Plan. Okay. Für die Ehre. Natürlich. Nee, der soll sich ein bisschen mit dem beschäftigen. Vielleicht lenkt der Typ ihn ab. Ja. Ich weiß, das ist natürlich grausam, aber. Ein solider Plan. Okay. Ich hätte den Menschen retten können, aber ich hab's nicht getan. Ich bin jetzt schon schlecht im Kern. Egal. Ich stehe für das Licht. So böse bin ich nun auch nicht. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Jetzt wird gerichtet. Arthas hat nur Ehre. So getan, als ob er irgendwie böse wäre. Oh ja. Für meinen Vater, den König. Brauchen Hilfe, brauchen Hilfe. Verbeugung ist nicht nötig. Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Es ist natürlich immer klug, auf eine Einheit loszugehen, damit man möglichst viel ich stehe für das Schaden Licht. Macht und die gleich wegbekommt. Ja. Ja. Aber noch wichtiger ist es immer, seine eigenen Einheiten zu verteidigen, dass sie nicht sterben. Und regelmäßig heilen. Besteht etwa Gefahr? Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Für die Ehre. Spürt meinen Zorn. Elender Kerl. Ein solider Plan. Natürlich. Für die Ehre. Natürlich. Ein solider Plan. Ja, natürlich. Für meinen Vater, den König. Schlachtet mal ein bisschen. Für die Ehre. Ein solider Plan. Für meinen Vater, den König. Aber wenn die ihn was hätten, dann würde ich das wissen. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Ich hab das schon zu oft gespielt hier. Natürlich. Elender Kerl. Ein solider Plan. Bob's Gun. So. Ein solider Plan. Oh, ein Lichtchen. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Was braucht ihr? Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. Natürlich. Ja. Für die noch Ehre. Noch ein Mana-Trank. Spürt meinen Zorn. Für die Ehre. Ja, man kann alles. Also man darf die Gegenstände nicht unterschätzen, die machen schon einen enormen Unterschied aus. Die können den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Die besten Gegenstände sind eigentlich die, die wirklich hier so permanenten Nutzen geben, wie ein starker Schutzring oder irgendwie irgendwas, was einen starken Schaden macht und so. Jetzt wird gerichtet. Jetzt wird gerichtet. Da hat jeder seine eigenen Vorlieben, aber ich nehme schon das Beste raus. Ja. Schafft diese elenden Kreaturen mit den anderen fort. Bringt sie raus! Hey, eine das ist ein Sklavenmeister. Es ist kein Held. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Natürlich, das Licht ist meine Stärke. Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Für meinen Vater, den König. Oh, heilen. Ja, eine Verbeugung ist nicht nötig. Spürt meinen Zorn. Auch wenn es keinen Unterschied mehr macht, aber ich verbrauche am Ende immer gern das ganze Mana hier. Ein solider Plan. Sklavenmeister. Na gut. Das Licht ist meine Stärke. Sieg mal wieder geschafft. Dank, Prinz Arthas. Aber was ist mit den anderen, die verschleppt wurden? Seid unbesorgt, Sohn. Wir finden sie und bringen sie sicher heim. Prinz Arthas, Lord Uther braucht euch sofort beim Lager der Orks. Dass nur keine Langeweile aufkommt. Gehen wir. Das war das erste Kapitel der Menschenkampagne und wir haben natürlich alles getötet, niemand verloren und ja, perfekt gemacht. Passt.